Willkommen zurück bei Zelda Ocarina of Time. Huch. Ich versuche jetzt einfach nochmal hier so einen Stab anzufackeln. Oh, daneben gesprungen. Sollte jetzt aber nicht passieren. Ey, hab ich mir den Stab gerade kaputt gemacht oder was? So, ich guck mal eben. Nee. Hä? Nee, was mache ich denn? Hör doch mal auf hier. Wenn ich den habe, dann mache ich einfach nur. Was benutze ich denn dann dafür? So, und dann zerhaut er den, wa? Ja, okay. Dann müsste das eigentlich auch so umgekehrt funktionieren fürs. Das wird jetzt richtig spannend hier, Leute. Das kann es ja nicht funktionieren. Ja, siehst du mal. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ist doch nur Wasser. Achso, direkt das Herz bekommen. Halt, Sekunde. Erst zwei war. Autsch. Dann drei. Ah, wo hat das hingezielt? Kommt der doch jetzt erstmal wieder raus, war? Gut, schon ausweichen. Ich hoffe, es hat bei dem anderen schon gereicht. Dass sie einfach wieder verkrümelt hier. Oh, der hat ihn hingezählt hier. Mann! Ich bin jetzt direkt von denen hin hier. Dann hat er ja. Nee, dann bin ich zu nah dran, Kacke. Oh, Mann. Das hieß auch so nervig gerade. Woher kanntest du unser Geheimnis? Bist du ein Hellseher? So sei es denn. Ich werde dir das Geheimnis der Spinnenkönigin verraten. Um sie zu vernichten, solltest du die Früchte des Baumes nutzen. Ein Gegner, der sich nicht bewegt, lässt sich leichter bezwingen. Vergebt mir, Königin. Schande über mich. Und hat doch ein Herz gelegt. Sehr schön. Cool. Kann ich ja doch noch was hier. Ja, einfach mal Königin jetzt und dann. Gott, was war das gerade? Warum bin ich grün? Ist das das Licht? Bestimmt war das das Licht. Hm, ja. Wo ist das Vieh? Da. Oh, oh. Gepanzerter Spinnenparasit. Koma. Können wir noch eben schnell speichern, bitte? Danke. Ja. Hätte ich vielleicht noch eher tun sollen? Gerade wenn es so heißt, so ja, jetzt kommt dir der Gegner. Wieso hast du nicht gesehen? Huch. Ich schwöre jetzt nicht direkt mit den Dingern hier um dich. Lass mich schon wieder hoch in den Himmel. Nein, es ist hier. Na. Hä? War das gerade die Chance, ja? Oh Gott. Weg. Ach, Link, du bist gleich tot. Du bist tot. Was macht er denn? Ich sag ja, irgendwie kriegt man erstmal total BÄM und dann muss man sich wieder aufrappen und dann. Nein! Hat er gerade gespeichert? Ist das gut? Ja, wir setzen fort. Fragezeichen? Ausrufezeichen? Aha!
Gar nicht lustig. Gar nicht lustig. Manno. Naja. So ist das dann halt. Ich hätte den Schrei mal ein bisschen leicht übertrieben. So, Sekunde mal. Könnten wir hier vielleicht ein bisschen was ernten? Keine Rubine, verdammt. Aha. Ich meinte eher so munitionmäßig etwas. Sind hier Rubinenbüsche oder was? Aha. Sollte man wenigstens hier was Gutes finden können. Oh, da ist das Drecksvieh nämlich. Ich sehe dich. Ich weiß nicht, das ist irgendwie keine richtige Spinnenkönigin, muss ich sagen. Sehr schön. Das war ein Rubin. Nein, hier waren sie. 3, 4, 5, 6. Was war das gerade? Ich glaube, wir sollten gerade in Bewegung bleiben. Da oben ist es. Oh Gott, was macht es da? Oh na toll, ganz toll. Die Dinger hier, die ich wirklich leiden kann. Das rennt jetzt auch vor uns weg. Ich hoffe, die bringen mir ein paar Herzen. Nein, tun sie nicht. Schade. Okay, auch okay, so, ja. Da ist wieder das Muttertier. Das war's, ja. Also hier, der. Jetzt aber weg hier. Obwohl, der geht erstmal direkt. Der scheißt jetzt wieder Eier, oder was? Was soll denn der machen? Ein paar Klimmzüge hier. Ich würde mich um die hier unten erstmal kümmern. Okay. Okay, 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 okay. Anvisieren bitte. Jetzt. In der Regel macht man sowas, glaube ich, 3-mal. Also es sind nur so 3 Durchläufe und ich hoffe, wenn es hier so weitergeht, dann, ja, doch, okay. Ich habe noch 11 Kerne, ich suche mir noch ein paar neue erstmal. Nicht so schnell genug zuschlagen, scheint mir. Komm schon, komm schon. Geh down, 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 down. Was? Warum nicht? Haben wir gleich ein bisschen daneben geschlagen? Nicht so schön. Überhaupt nicht schön. Da komm ich her. Sind die Kinder denn schon da? Ne, hier kommen sie gerade. Das ist ja doch viel einfacher gerade. Direkt drauf. Oh Gott. Da kommt die Mama Spinne direkt auf uns zu hier. Diesmal aber. Da ist der erste Boss, das dürfte doch keine zweite Form haben oder so.
Oh, geschafft. Cool. Und ein Herzteil. Ein Herzcontainer meine ich natürlich. Jeder weiß, was das heißt. Navi hat nicht zu berichten, gut. Nicht mal irgendwie gut gemacht. Du bist voll der coole Krieger und so. Nein, scheißegal. Hab Dank, Link. Könnte die böse Macht an sich selbst nicht töten? Du hast deinen Mut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich wusste, dass du mein Vertrauen nicht enttäuschen würdest. Vor allem das mit SZ, das finde ich so krass hier gerade. Ja. Doch du stehst erst am Anfang deiner Mission. Höre mich an. Höre, was ich zu sagen habe. Ein Diener des Bösen, der aus der Wüste kam, hat mich verflucht. Trinkpause, bitte. Es ist Böses im Busch. Nee, das böse Menschengestalt setzt seine diabolischen Kraft rücksichtslos ein, um Zugang zur Heiligen Reich, zum Heiligen Reich zu erlangen. In diesem Heiligen Reich ruht das Triforce, ein mächtiges Relikt der Götter, und wartet auf den, der seine Kraft zu nutzen weiß. Vor tausenden von Jahren stiegen drei Göttinnen aus dem Chaos der Gezeiten empor. Din, die Göttin der Kraft. Nyanru, die Göttin der Weisheit. Farore, die Göttin des Mutes. Din, mit dem feurigen Oden ihres Körpers schuf sie unsere Welt. Nyanru, sie schenkte der Welt die Gabe der Weisheit. Farore, sie spendete Leben und schuf sämtliche Formen des Daseins. Die quasi die Welt gemacht. Als ihr Tun vollendet war, zogen die Göttinnen gen Eden. Triforce-Symbole künden noch heute von den Städten und seither ist das Triforce ein Zeichen göttlicher Prophezeiung. Das Relikt der Götter ruht nun im Heiligen Reich. Ob das etwa so hinkommt mit dem Lesen hier, weil hier geht's immer so schnell. Niemals darf es dem Teufel aus der Wüste gelingen, die Macht des Triforce zu erringen. Nie darf der Böses in seinem Herzen trägt, das Heilige Reich betreten. Der Dämon, der den Fluch auf mich legte und mir die Kraft raubte. Mein Ende naht, das Böse nagt an meinen Wurzeln. Obwohl du den Fluch gebrochen hast, kommt deine Hilfe zu spät. Ich bin zum Sterben verdammt. Meine Zeit ist vorüber, doch trauere nicht um mich. Mein Auftrag war, dich einzuweihen in die Geschehnisse um Hyrule. Du bist des Landes letzte Hoffnung. Hätte mich nicht mal eher wecken können, ja. Link, begib dich zum Schloss. Suche dort die Prinzessin auf, denn sie teilt dein Schicksal. Nimm diesen Stein an dich, er war das Begehr des Mannes, der mich mit dem Fluch belegte. Das erste Stückchen bekommen. Juhu! Oder?
Der Kokiri-Smaragd, der Dekubaum, hat dir diesen heiligen Stein des Waldes anvertraut. Die Zukunft liegt in deinen Händen, Link. Ich weiß, du hast die Kraft. Navi, hilf Link, meinen letzten Willen zu verwirklichen. Ich ersuche dich, Navi. So lebt denn wohl. Nein, großer Dekubaum. Du hast die Worte des Dekubaumes gehört. Nur du kannst Hyrule retten. Lass uns also zum Schloss aufbrechen, Link. Leb wohl, weiser Dekubaum. Überhaupt nicht qualvoll irgendwie. Ah, oh, was willst du denn jetzt? Hey Link, was hast du getan? Der Dekubaum, ist der tot? Wie konntest du das nur tun? Es ist alles deine Schuld. Verarsch mich nicht, ich habe ihn gerettet. Im Prinzip. Tja, was soll ich jetzt eigentlich machen hier? Zum Schluss aufbrechen ist klar, aber... Oh. Ach, die interessiert mich hier nicht. Die ist nicht so hübsch. Geh mal zu meiner Freundin hier. Die ist gar nicht mehr hier. Hier wohnt Link. Ich meine, sie hat ja schließlich eine gute Fee. Ach ja, dann gehen wir einfach zum anderen Ausgang. Ist okay, ich kann damit gehen. Ist hier? Nee, es ist ein anderer, was? Was, wo gehst du hin? Zum Schloss? Wo liegt das Schloss? Ja, ich hoffe mal hier irgendwo. Hä, du hier? Kokiri, die das Dorf verlassen sind. Ja, okay. Das hatte ich etwa vor, das auszuprobieren. Oh, doch. Selbstverständlich. Oh, du verlässt uns. Ich wusste, dass du den Wald eines Tages verlassen würdest, Link. Denn du bist anders als meine Freunde und ich. Sicher hast du deine Gründe. Versprich mir, dass wir immer Freunde bleiben, ja? Ich möchte, dass du meine Ocarina, oh Gott, Ocarina an dich nimmst. Ich mag den Anfang, man bekommt ständig Geschenke. Ein Andenken an Salia. Im Gegenstand, ja, okay. Sie bedeutet mir sehr viel. Wann immer du sie spielst, sollst du an mich denken. Ja, okay. Ob die vier noch miteinander reden, so? Ich komme irgendwann wieder. Irgendwann. Hoffentlich. Hylianische Steppe. Hat das so ausgesprochen? Hylianische. Ach komm. Und überhaupt nicht riesig.
Neues Gebiet, ich bin so froh. Endlich geht's hier richtig los. Oh. Sei willkommen. Bist du bereit, Link? Es scheint, dass nun die Zeit gekommen ist, da dein Abenteuer beginnen soll. Das, was hinter dir liegt, war ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was dich erwartet. Doch sei tapfer und verliere nie den Mut. Folgst du diesem Weg, so gelangst du zum Schloss von Hyrule. Dort sei es dir bestimmt, die Prinzessin zu treffen. Weichst du ab von deinen Pfaden und wandelst auf unbekannten Wegen, so nutze deine Karte. Die Orte, die du bereits erforscht hast, mögen dir von Geisterhand in deine Karte gezeichnet werden. Okay, Geisterhand, alles klar. Ja. 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 Ansonsten findet man die Anleitung bestimmt auch noch mal im Internet oder so. Ich habe auch noch ein schönes Heftchen hier bei dem Spiel, also. Ja. Ich muss mir das Ding da angucken. Ich hoffe, das tötet mich nicht gleich. Was habe ich gerade gesagt, bitteschön? Ja, ja, geh zurück auf deinen Platz. Oh. Lan-Lan-Farm. Dann flüchte ich einfach mal nach hier oben lang. Gut, dieses unangenehme Geräusch im Hintergrund macht mich leicht nervös. Es wird Abend. Ich hoffe, ich kriege abends nicht mehr Probleme. Mikrokommune, was das hier war. Oh nein, die Brücke wird zugemacht. Nicht doch. Ich komme doch gerade erst. Miep. Ich bin zu jung zum Sterben. Man muss es auch abends werden, wenn ich da gerade ankomme. Los, mach die Türen wieder auf. Es ist unheimlich hier draußen. Navi? Navi, wo bist du? Ah. Ganz toll. Ganz toll. Ich würde sagen, ich verstecke mich einfach unter diesem Stein hier. Ein bisschen Zeit totschlagen. Da hinten ist ein schöner Vulkan. Ich hoffe, es wird wieder hell. Doch, ja, jetzt. Hat ja gar nicht so lange gedauert hier. So, da geht der Mond unter. Der Mond. Ah, geh weg. Los, mach die Tür auf hier. Lass mich rein. Und hier beenden wir auch schon wieder den Part und wir sehen uns im nächsten. Bis dann.